Ja. Liebe Freundinnen und Freunde, im September 2018 stand ich hier in Chemnitz mit meiner Familie gemeinsam vor 65.000 Menschen. Bei Wir sind wir, wir sind mehr. Wie toll doch diese Analogie zu unserer heutigen Veranstaltung. 65.000 Menschen rockten gegen Homophobie, Rassismus und Faschismus, angefeuert von Kraftklub, den Toten Hosen, Martyria und Co. Man muss mal den Arsch hochkriegen, halte es aus einer Rockgruppe. Es war für mich der Beweis, dass die Welt doch glücklich, bunt und wunderbar sein kann, liebe Freundinnen und Freunde. Neue Zeiten, neue Antworten. Ich möchte in einem weltoffenen, gerechten und ökologischen Sachsen leben und dafür streiten, ohne die unsäglichen Kompromisse, die uns die CDU immer wieder als ihre Erfolge verkauft hat. Das Team Kretschmer hat einen aktuellen Slogan herausgebracht: Wir machen los. Entschuldigung, das ist nicht nur grammatikalisch eine Zumutung. Und nun hat die Union auch noch Fridays for Future und keine Mehrheit. Interessant. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, den Schwerpunkt meiner grünen und beruflichen Arbeit bildet der Umwelt- und Naturschutz, das Kernthema der Grünen. Besonders hierfür möchte ich mich einsetzen, auf Landesebene einsetzen. Nach 20 Jahren Verwaltungstätigkeit im Naturschutz, sowohl im Staatsdienst als auch im Landkreis in einer unteren Naturschutzbehörde, bei der Stiftung für Innovation und Arbeit. Und schlussendlich bin ich jetzt gewechselt in eine sächsische Naturschutzstation. Warum? Weil ich mich für mehr Praxis entschieden habe. Und das ist auch meine Botschaft hier für die Landesliste, für meine Kandidatur zum Sächsischen Landtag. Sachsen braucht neue Antworten auf die ökologischen Herausforderungen unserer Zeit. Die Uhr tickt, denn beim Thema Umwelt tötet Trägheit. Tag für Tag, Handeln ist überfällig. Eine nicht nennenswerte Zeitung schrieb in der letzten Woche: Strom, Auto, Essen, Fliegen. Wie reich muss man sein, um grün zu wählen? Ja, die Arbeitsplatzdiskussion, der Kohleausstieg, die Autosindustrie, die Chemie, die Landwirtschaft. Jetzt sind die Grünen schuld. Und die Industrie fordert Entschädigung. Aber Arbeit und Kapital haben sich damals gegen die Umwelt verbündet. Für mehr Geld, liebe Freundinnen und Freunde. Ich möchte das sächsische Klimaschutzgesetz mit umsetzen und die Kohle für immer und unter uns lassen. Für einen konsequenten, verträglichen Umstieg in die erneuerbaren Energien. Ich möchte einen landschafts- und naturverträglichen Ausbau der Windenergie gemeinsam mit unseren Bürgern an einem Tisch. Die Landwirtschaft ist der größte Flächennutzer in Sachsen. Sie hat aber auch eine besonders große Verantwortung. Leider vernichtet sie immer noch mit Biodiversität. Wir müssen endlich weg von der Chemiebaukasten, Feldplanung. Es wird mit dem Segen unseres Umweltministers Schmidt gegüllt, was das Zeug hält, liebe Freundinnen und Freunde. Das Grundwasser ist belastet. Ich möchte einen Ökobaulandanteil von 20% in Sachsen durchsetzen, durch gezielte Förderung diese Zahl, diesen Prozentsatz endlich in Sichtweite bringen, liebe Freundinnen und Freunde. Sachsens Landwirtschaft produziert ca. 4 Millionen Tonnen CO2 im Jahr. Mehr als die Hälfte davon direkt aus Tierhaltung. Wir brauchen eine strengere Kennzeichnung der Haltungsbedingungen. Denn Fleischkonsum müssen wir verringern. Wir Grüne wissen das. Das ist aktiver Klima- und Tierschutz. Im ländlichen Raum müssen wir stärken. Wir müssen den Verbrauchern Zugang zu regionalen und gesunden Produkten ermöglichen. In unseren Städten müssen wir für den Klimaschutz mehr ökologisches Stadtgrün schaffen. Das ist ganz wichtig. Das ist natürlich auch die Botschaft hier an die Vertreterinnen und Vertreter unserer Großstädte. Beispielsweise auch durch Stadtgärtner. Es gibt so viele Möglichkeiten, man muss nur kreativ sein. Das fehlt uns leider bisher in unserer Regierung, liebe Freundinnen und Freunde. Beim Naturschutz ist es ganz einfach. Naturschutz muss man einfach zulassen, Natur muss man zulassen. Das Artensterben schreitet voran und Natur zulassen fällt vielen schwer.
Unser Minister Schmidt zog diese Woche eine positive Bilanz seiner 30-jährigen Arbeit, also die seiner Regierung, ohne wesentlichen Taten. Wir brauchen mehr Struktur in der Landschaft, um die Arten wieder anzusiedeln. Wir brauchen viel, viel mehr Umweltbildung, damit aus den Fridays Kids auch Scientists werden können. Ja, beim Wald ist das ähnlich. Der Herr Schmidt hat diese Woche auch noch gesagt, Förster sind die besseren Naturschützer. Aber tausende Festmeter Wurfholz liegen derzeit in Sachsens Wäldern. Ich habe mir selber von dem Forstamtsleiter erklären lassen, dass die derzeit begiftet werden. Warum werden die begiftet? Weil der Forst natürlich eine Riesenangst hat, auch wirtschaftlich berechtigt natürlich, dass hier der Bogenkäfer zuschlägt. Aber da werden eben diese Holzpolder begiftet. Das muss man sich im Prinzip mal vorstellen. Das kann eigentlich nicht sein. Je mehr die Biodiversität abnimmt, desto geringer wird die Anpassungsfähigkeit und damit auch die Überlebenschance einer Art. Ein Slogan von mir, so geht auch Sächsisch. Dramatischer Insektenrückgang, Vögel ohne Nahrung, Glyphosat im Körper, zu viele Bäume gefällt, zu viel versiegelt, Hochwasser 2002, Bodenerosion, Dürre 2018, kein Heu mehr 2018, Borkenkäfer 2018. Dieser Verantwortung muss eine Regierung endlich gerecht werden, liebe Freundinnen und Freunde. Neue Zeiten, neue Antworten. Vor zwei Wochen fragte mich ein junger Mann, ob ich ihm bei der Erstellung des Forderungskataloges Fridays for Future helfen kann. Dieser Forderungskatalog, den kennen Sie bestimmt, kennt ihr bestimmt alle. Ihr kennt uns doch, helft uns bitte. Der Junge war mein Sohn, der sich gemeinsam mit Freunden for Fridays for Future organisiert. Er baut in Werdau und in Zwickau neue Stämme für die Demos auf. Macht das nicht Hoffnung? Die Redezeit ist jetzt leider abgelaufen. Ich muss das leider abbrechen. Aber wir gucken noch mal, ob Fragen da sind. Und damit hättest du noch mal 3 Minuten. Ja, gut. Würde ich annehmen. Ja? Ja. Stellen wir das hier gut ein und es geht los. Ja, dann noch die Ergänzung. Im Landkreis Zwickau hat sich vor 2 Wochen bei uns eine grüne Jugendgruppe gegründet. Das ist für uns in Zwickau ein riesiger Erfolg. Das aus meiner Perspektive zum Thema Hoffnung. Wir Grüne befinden uns im Aufwind, weil wir glaubhaft sind, weil wir konsequent für die Natur und eine Welt kämpfen, die ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben garantiert. Dafür stehe ich hier für unsere Kernziele, für meine Kernziele, Natur und Umwelt, mit dem Votum meines Kreisverbandes zur Aufstellung einer soliden Landesliste, auch für den ländlichen Raum. Ich unterstreiche das nochmal. Deshalb bitte ich euch, mir eure Stimme für den Listenplatz 14 zu geben. Euer André. Ich habe mir noch, weil ich ja jetzt noch 2 Minuten Zeit habe, noch eine Schublade gezogen aus meinem Programm. Die Schublade wurde heute schon oft geöffnet. Es geht um Bildung, ihr werdet es nicht glauben. In der Bildung haben wir ja so unsere Probleme in Sachsen, also wir nicht. Aber die, die meinen, damit umzugehen zu können und diese planen können, und da sind sie ja im Prinzip kläglich gescheitert. Mein Part ist die Umweltbildung. Ich arbeite also jetzt in der Naturschutzstation sehr intensiv an der Umweltbildung. Ich weiß, was da zu tun ist, was da notwendig ist. Es geht um die Umweltbildner. Ein Umweltbildner zum Beispiel sehe ich hier neben mir aus Plauen, Thomas Hohl, mit dem ich auch schon mal zu tun hatte. Und hier ist es so, ich fange mal von vorne an, unsere Kinder müssen die Natur kennenlernen. Das muss man aber machen. Das muss man fördern. Das muss man einfach tun. Und ich behaupte mal, ich kenne mich aus in Schutzgebieten. Ich kenne auch ein paar Arten. Aber nur was wir kennen, können wir auch schätzen und schützen. Und das ist unsere, das ist die Botschaft für die Umweltbildung, wo wir einfach mehr Fördermittel akquirieren müssen. Wir haben Probleme, die Kinder in ein Schutzgebiet zu kriegen, weil wir den Bus nicht bezahlen können. Und wer muss es am Ende machen? Das sind die Eltern. Ja? Meine Frau arbeitet am Gymnasium, ich habe die gestern noch mal gefragt, die hat 150 Euro für eine Klassenfahrt von staatlicher Seite. Ja? Das heißt, die Lehrer müssen über die Eltern bezahlt werden und die Schüler zusätzlich noch. Und Klassenfahrten können ja auch Umweltbildung sein. Ja?
Also da haben wir noch ein Riesendefizit, da möchte ich heute nochmal wirklich darauf hinweisen. Ja, natürlich brauchen wir hier auch Konzepte und die Ministerien, insbesondere die Landkreise, müssen für Umweltbildung noch mehr Personal binden. Wir müssen ein Netzwerk aufbauen, das Netzwerk verbessern zwischen Verbänden und Verwaltung, Ehrenamt, das ist ganz wichtig. Und wir können unsere Stationen nutzen. Damit bin ich fertig. Und ich danke euch. Ende. Vielen Dank.